Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Oraculum in Annum, eine Jahreslegung. Diese Jahreslegung könnt ihr jederzeit buchen, weil das beschreibt, was kommt in die kommenden 12 Monaten. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Früher habe ich einen Namen ausgedacht, wie zum Beispiel Silvia oder Edith oder Maria. Und seit einigen Wochen habe ich eine Eingebung bekommen, ich soll die Namen empfangen und eine mediale Name mitteilen. Nicht nur eine mediale Name bekommt ihr bei diesen Beratungsvideos, sondern auch eine persönliche mediale Botschaft. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung Oraculum in Annum 50 Euro. Wie ich schon sagte, diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Namailana. Liebe Namailana, das ist dein Video und das ist dein medialer Name, Namailana. Und ich möchte mich erstmal bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken auch für deine Treue und für diesen Auftrag. Dein persönliche mediale Botschaft. Du bist geschickt geworden, dein Wissen wie ein Musik in Klang zu bringen. Das ist dein Spiel und die Menschen werden dadurch geführt. Und du bist diese Künstlerin. Das war deine persönliche mediale Botschaft. Ich habe dein Horoskop, dein Geburtshoroskop in Hand. Du bist in Tierkreiszeichen Stier geboren. Dein Mond ist im Tierkreiszeichen Fischen und hast Aszendent Skorpion. Nicht nur deine Sonne steht im Tierkreiszeichen Stier, sondern auch dein absteigender Mondknoten. Die absteigende Mondknoten zeigt deinen alten karmischen Erfahrungen. Und das prägt die Tierkreiszeichen Stier und du bist auch im Tierkreiszeichen Stier geboren. Das ist die Tierkreiszeichen, wo du vertraut bist. Natürlich ein Stiermensch ist sehr angenehm und ruhig, genießt des Lebens und ist bewusst, was hat im Besitz. Und du hast das Wissen im Besitz und deine Sonne im Tierkreiszeichen Stier befindet sich im Westhorizont, gerade bei Sonnenuntergang. Aber deine Sonne darf nicht untergehen, sondern dieses Licht, dieser Strahl sollst du spiegeln. Die Aszendent ist der Moment, dieser Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, der erste Atemzug ist die Tierkreiszeichen Skorpion, ist in Osthorizont aufgestiegen und hat dich begrüßt. Das war die erste Energie, was hier auf das Erdenleben dich begrüßt hat. Und du hast die Tierkreiszeichen Skorpion wie ein Gewand, wie ein Kostüm bekommen. Das ist dein
auftreten, so nehmen sie dich die Menschen wahr. Das strahlst du aus, Skorpion. Ist für dich etwas neu, weil daran liegt deine karmische Lernaufgabe, das in dir zum Entdecken. Und das ist die innere Kraft, auch das tiefe Wissen wieder raus in die Oberfläche zu holen. Und das ist natürlich nicht die Kraft, nicht nur die Kraft, sondern auch die Magie. Die Magie etwas transformieren. Und das, was du eigentlich machst, was auch die Botschaft war, dein Wissen hast du im Besitz. Und das spiegelst zum anderen. Und deine Sonne im Stier befindet sich im Deszenden, das ist wie ein Spiegel, befindet sich in dein Geburtsmoment gerade im Osthorizont, das heißt, du bist im Sonnenuntergang geboren. Und das ist nicht nur die karmische Liebe oder dein Seelenpartner, was in diesem Bereich erscheint, wie ein Spiegel in unserem Leben, sondern dein Selbst steht auch hier, und das, was du im Besitz hast, was du selbst schon diese Erfahrungen gemacht hast in früheren Leben, und das war deine Sicherheit, auch deine Stabilität, das hast du auch befestigt und jetzt transformierst dieses Wissen und überreichst andere Menschen. Und diese Menschen haben eine große Freude daran, dass du all das mitteilst, und das ist deine karmische Lernaufgabe. Was noch lernen sollst, was vielleicht fehlt ein bisschen, dein Selbstwertgefühl, das sollst du stärken. Dass dieses Selbstwertgefühl nicht ganz da ist, das liegt in deiner Kindheit, besonders von der Mutter, von dem Mutterbild, und von Mutter wurde das nicht so vermittelt und von Vater so teilweise. Aber deine Lernaufgabe besteht daran, zu deinen Werten stehen und das in dir zu entdecken und stärken. Und das ist gerade aktuell, weil das Haus des Wertes befindet sich in deinem Geburtshoroskop Schütze und Steinbock, und das Tor zu diesem Bereich Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Finanzen, weil das energetisch Hand in Hand zusammenhängt, in diesem Tor befindet sich der Schicksalsplanet Saturn, rückläufig, wieder eine karmischen Themen. Das heißt, dein Wissen war immer bei dir. Das war immer dein Besitz. Und du hast diese Sicherheit, Stabilität auch verspürt, und du hast es auch umgesetzt und könntest davon gut leben. Die Finanzen waren in Ordnung. Das ist Stier. Aber da steht immer noch ein gewisser Mangel, weil die Schütze hier am Tor des Werten hat immer noch nicht begriffen, wie groß das ist, deinen Werten oder dein Wissen. Ein Teil hast du erobert. Ein Teil war dir auch bewusst, und das hast du natürlich auch gut vermittelt, dass du auch davon gut gelebt hast, aber nicht in diesem Ausmaß, was an dir steckt. Da sind noch sehr viel im Verborgenen, und hier Saturn, dieser rückläufige Saturn, der Tor der Werte in Schütze zeigt, vergrößere dich. Vergrößere dich, begreife, dass noch viel, viel mehr an dir steckt,
und stärke deinen Werten, dein Selbstbewusstsein und verlang auch Respekt und kümmere auch um die Finanzen. Und all das, dieses Wissen, gibst du weiter und die Menschen haben eine ganz große Dankbarkeit, dass sie damit Vorteile haben oder du bekommst dafür sehr viel Anerkennung. Und weil dieser Schicksalsplanet Saturn gerade in diesem Lebensbereich sich bewegt, in Tierkreiszeichen Steinbock, du wirst noch dieses Jahr, aber auch noch nächstes Jahr diese Themen haben, deinen Werten, und das wirst du vergrößern. Und dieser Schicksalsplanet zeigt dir einen Hinweis, dass du erstens dein Selbstwertgefühl stärken sollst, dann auch zu deinen Werten stehst, vergrößere dich auch, kümmere auch um die Finanzen, um die Werten, gib dein Wissen weiter und transformiere das, das Altes, was du erlebt hast, erfahren hast, das ist deine Quelle, das ist deine Intuition, das ist deine Inspiration, das hast du in Besitz, das ist das Stier. Und weil du das im Besitz hast, da hast du eine Aufgabe, deine Hingabe, das zu den Menschen, deine Lebenserfahrungen weitergeben. Und was kommt zurück? Sehr viel Dankbarkeit. Das heißt, die Skorpion, wo eigentlich deine Lernaufgabe ist, besteht nicht nur daran, dass du deine Gefühle transformierst und immer im inneren Kraft bleibst, sondern zeigst anderen diese Transformation, damit ihr Leben verbessern können. Und die Skorpion ist noch etwas Wichtiges zum Wissen über Skorpion, dass hier nicht nur Mars ist der Herrscherplanet, was natürlich die Kraft des Skorpion ist, sondern auch Pluto. Und Pluto ist die Macht. Und der Skorpion hat diese Macht. Warum ist Pluto so machtvoll? Weil er bleibt konzentriert. Konzentriert auf dem inneren Kern. Und so bleibt immer in Kraft. Und wenn das die Skorpiongeborenen entdecken, dann verspüren sie auch nicht nur das inneren Kraft, sondern diese Macht in sich. Für dich bedeutet Skorpion sehr viel. Erstens, weil das ist ein Aszendent, so bist du auch wahrgenommen. Dieses Kostüm trägst du im Leben, aber ist auch wichtig, weil das ist dein karmischer Weg, das ist das Tierkreiszeichen, wo du neu kennenlernst. Und wenn du das aneignest, dann fühlst du dich befreit, fühlst du dich vollständig. Und da führt dich dein Schicksalsweg. Damit das besser näher bringen, würde ich vielleicht von Pluto was erzählen. Pluto ist nichts anderes als Hades, der Gott der Unterwelt. Das hat mit Bösen nichts zu tun. Das ist unserem Unbewussten. Er herrscht über unserem Unbewussten. Pluto verließ seine Welt, hat immer eine Maske in sich, zeigt nie wirklich sein Gesicht und kam auf die Erde und verliebte sich in Persephone. Und Persephone war die Tochter von Demeter. Demeter verkörpert die Mutter Erde, die Natur, das Leben auf der Erde. Und Pluto verliebte an sie und raubte, nahm Persephone in Unterwelt, gab ihr ein Granatapfel und Persephone war davon bezaubert
und verliebte sich auch an Hades. Sie haben auch verheiratet, das war ein wunderschönes Liebespaar. Was passierte auf die Erde? Demeter suchte ihre Tochter verzweifelt und konnte nicht mehr um die Natur kümmern. Das waren die 7 mageren Jahre. Es war Hungernot auf die Erde. Dann dachten die Götter, wir müssen was tun. Wir müssen Persephone wiederholen. Und Hermes, der Götterbote, hat überall Zugang. Und ging Hermes zum Hades in Unterwelt, mit ihm zu verhandeln. Und tatsächlich haben sich gehandelt, so das halbe Jahr ist Persephone unten bei Hades in Unterwelt und halbes Jahr ist auf die Erde. Und das symbolisiert die Jahreszeiten. Im Winterzeit ruht sich die Natur aus, das heißt Persephone ist in Unterwelt. Und dann kehrt zurück im Frühling auf die Erde, die Natur blüht wieder auf, gibt es auch Getreide. Und das ist das Kreislauf des Lebens. Diese Geschichte symbolisiert das Kreislauf des Lebens. Und das ist die Kraft, was alles im Leben hält. Nicht nur das, sondern die Sexualität ist auch ein Skorpion-Thema und auch ein Pluto-Thema. Das ist das Weibliche und das Männliche und auch das Leben erhalten zu bleiben. Nicht nur das gehört zum Plutos Welt, sondern unserem Tiefschlaf. Das nach einem Tiefschlaf fühlen wir uns erholt, haben wir wieder Kraft. Und das ist diese regenerierende, das Leben erhaltende Kraft. Wenn man das versteht, dann weiß man, was Pluto ausdrückt. Aber damit Pluto in diesem Kraft bleiben kann, muss konzentriert bleiben, ist auch das kleinste Planet unserem Sonnensystem. Und Pluto verabschiedet von allem, trennt von allem, was diese Kraft raubt. Kann gar nicht erlauben, kann doch gar nicht zulassen, dass von diesem Kraft etwas verloren geht, muss immer konzentriert bleiben. Und das ist die Macht des Skorpion. Und das bedeutet verabschieden, trennen von allem, was das Energiefeld hier stört. Und natürlich ist das umsetzbar in unserem Leben, wenn du das Gefühl hast, jemand will dich ausnutzen oder raubt deine Kraft oder raubt deine Zeit, dann denk immer in deine inneren Kraft und sag, so wie Pluto bleibt konzentriert im inneren Kraft, so habe ich die Macht über mich selbst, über mein Leben. Und so kann ich andere Menschen, die das auch verdient haben, die das nicht ausnützen, die das auch verwirklichen in ihrem Leben, weitergeben. Und dann gibt es auch ein Prinzip, das Geben und Nehmen, das wird auch honoriert. Und du hast das Recht, auch diese Leistung, diese Gegenleistung auch anzunehmen. Steh auch zu deinen Werten. Und das war, was ich astrologisch beschreiben kann. Und jetzt schauen wir die Legung an. Jetzt sind wir Anfang Juni 2018 und ich dachte, ich beginne einfach Juli. Was passiert Monat Juli 2018? Du hast ein sehr gutes Gefühl. Du fühlst dich stabil, sicher, hast auch Erfolg und du hast das innere Ruhe, das innere Gleichgewicht. Du wirst auch beschäftigen mit Werten, auch mit deinen Finanzen. Das zeigt hier die Münzen an.
triffst wichtige Entscheidungen, aber berücksichtige auch dein Gefühl, so dass es übereinstimmend ist mit deinem inneren Gefühl, mit deiner inneren Stimme. Die Gespräche werden zunehmen, aber es gibt Situationen, wo es besser ist, wenn du wartest, bis eine Nachricht kommt. Du wirst die Wahrheit erfahren oder entdecken etwas. Du enthüllst etwas. Du musst nicht aktiv sein, weil die Gespräche werden auf dich zukommen. In die Liebepartnerschaft bekommst du Komplimente oder Einladung, kann auch ein festlicher Anlass sein wie Geburtstag oder eine andere Einladung. Das ist sehr schön und sinnlich, liegt eine schöne Zeit, was die Liebepartnerschaft betrifft. In deiner Selbstständigkeit wirst du auch Einladungen haben oder du organisierst etwas und kommst zu Kontakten. Deine Kraft sollst du einsetzen in die Richtung, was dich begeistert. Nicht wegschauen, sondern wirklich die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen. Und falls du Zweifel hast oder Angst, dann lass es einfach los und wage etwas Neues. Konzentriere da in die Richtung immer, was dich begeistert, weil die Feuerelement zeigt auch die Begeisterung. Und das ist dein Weg und da sollst du aktiv sein. Die Chancen und die Möglichkeiten werden sich ergeben. Es gibt einen männlichen Person, wo Interesse an dir hat, aber er ist momentan zurückgezogen, schaut in andere Richtung oder ist passiv, hat auch Angst. Hast du Glück im Monat Juli? Es steht alles in guten Sternen. Es ist eine Übergangsphase, aber die Richtung ist sehr stimmig und du wirst Erfolg haben. Du bist in die richtige Richtung, aber noch nicht ins Ziel angekommen. Die Lammaufgabe zeigt diese Karte an. Achte auf deinen Gefühlen. Handel nach Gefühl und da liegt eine Verabredung oder die Liebe, eine Umarmung. Aber die Zahl 3 stört hier. Etwas muss loslassen. Es muss gar nicht eine dritte Person sein. Oft sind das Gefühle wie Zweifel oder Angst, diesen Gefühlen überwinden und so kommt das in Harmonie. August 2018 ist etwas, bist du etwas verträumt, hast einen Traum oder eine Vision. Das kann auch Tagesträumerei sein oder neue Ideen oder in die Fantasie, ist sehr, sehr lebendig, kann aber ein Traumbild sein. Und diese Traumbilder haben auch eine wichtige Botschaft, weil das ist der Sprache der Seele. Ich würde nicht behaupten, dass jeder Traum so ist, weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Und diese Träume vergessen wir auch und haben auch keine Bedeutung. Aber wenn wir eine Geschichte träumen, dann können wir sicher sein, das ist die Sprache der Seele. Und diese Träume vergessen wir auch nicht und das ist dafür da, die Traumbilder zu verstehen, was sagt die Seele. Das ist eine wichtige Botschaft. Ich kann nur empfehlen und wenn ihr da nicht auskennt, könnt jederzeit zu mir wenden. Ich deute Träume und ich deute sehr gut die Träume, weil mich das begeistert und das fließt bei mir. Das ist kein Buchwissen. Das kommt von Inneren. Ich habe diese Intuition in mir und ich kann gut Träume deuten und das biete ich natürlich auch an. Die Gespräche werden sehr zärtlich sein über Gefühle, aber bedeutet diese Karte auch Spiritualität oder Religion? Also es geht die ganze Kontakte, Gespräche in spirituelle Richtung. In die Liebe-Partnerschaft
wirst du erfahren, dass etwas kränkt oder wenn du Partner hast, dass dieser Partner entweder wird krank sein oder kränkt ihn etwas. Auf jeden Fall, du wirst helfen, du wirst dich einsetzen oder zuhören. Es muss nicht unbedingt eine Krankheit sein, sondern eine bestimmte Situation, was kränkt. Oder im Allgemeinen kann auch bedeuten, dass das Liebesleben kränkt dich ein bisschen. Und die Zahl 8 heißt die Achtelbahn, die Gefühle mit Höhen und Tiefen. Diese Höhen und Tiefen erlebst du auch in deiner Selbstständigkeit. Das muss nicht bedeuten, dass du zu diesem Zustand kommst, sondern dass die Menschen zu dir kommen, weil sie brauchen Rat von dir und sie haben Probleme. Die sind gekränkt von dem Leben und du hörst zu und gibst guten Rat. Du wirst, wieder kommt die Traum, zweimal kommt im August dieser Traum, du wirst einen Traum, eine Vision haben und hör auf diese Botschaft. Das kann natürlich auch deine Inspiration sein, dass du plötzlich eine Vision hast über deine Zukunft oder einen Plan, ein Traum, was du verwirklichen möchtest und hast natürlich diese Bilder, diese Vorstellungskraft und das ist sehr stark im Monat August. Du hast Glück mit einem Treffen, es klärt sich etwas auf, das befreit dich, das tröstet dich auch. Wo hast du Lernaufgabe? All das, wofür du offen bist, sei es in Liebe, Partnerschaft oder Freundschaften oder einen beruflichen neuen Weg, was dich begeistert, achte darauf, dass du diesen Weg nicht sperrst. Mit was sperren wir oft diesen Weg? Angst. Angst oder Zweifel an etwas. Sei mutig, wage etwas Neues. September 2018 hast du ein sehr gutes Gefühl. Das ist nicht nur dein Gefühl, sondern es kommt auch etwas entgegen. Hier die männliche und weibliche, ein schönes Treffen, sehr leidenschaftlich. Und genieße diese Momente. Es wird eine wichtige Nachricht nähern im September, weil hier das Kelch ist, handelt sich um Gefühle. Könnte ich sagen, eine Liebeserklärung und das ist eine sehr schöne Entgegenkommen. Auf jeden Fall kommt von Herzen und da kannst du dich vertrauen. Genieße die liebe Partnerschaft und befreie von all diesem Gefühl, was dich blockieren könnte, Angst, Zweifel, all das, sondern es ist wichtig, dass du die Liebe, diese Momente genießen kannst, weil daran liegt das Glück, das, was dich auch befreit. Du wirst eine Reise machen oder hast eine größere Veränderung, das kann Umzug auch bedeuten, also es bewegt sich etwas. Wo du Glück hast, wenn du von etwas verabschieden kannst oder loslassen kannst, damit etwas Neues kommen kann. Das ist typisch Pluto-Energie. All das Loslassen, ein Ende bringen, was Kraft, Energie und Zeit raubt. Und so bleiben wir konzentriert in Kraft und auch frei für etwas Neues. Woran liegt deine Lernaufgabe? Deine Lernaufgabe liegt daran, dich nicht eingeschränkt fühlen oder von jemandem dich einschränken lassen, sondern über deine Schatten springen. Und die Zahl 9 zeigt auch an Grenzen, auch die Zaun, diese Wand. Du fühlst dich begrenzt, eingegrenzt in deinen Möglichkeiten und die Lernaufgabe besteht daran, befreien, mal Luft zu holen, mal wie diese Dame hier die Kleid ausschnürt, dass man Luft bekommt und über die Grenzen gehen, dich nicht einschränken, auch nicht einschränken lassen. Oktober fühlst du dich sicher, bist von dir fest überzeugt, auch das Gefühl, dass geschäftlich, finanziell alles gut läuft, aber was du nicht ahnst, vielleicht fühlst das, aber ahnst nicht, dass jemand beobachtet dich und zeigt Aufmerksamkeit,
aber dir ist es noch gar nicht bewusst. Wenn du Gespräche führst oder einen Vertrag unterschreibst, sei ein bisschen vorsichtig. Die Begeisterung ist da, auch die Schritte, aber überprüfe noch etwas. Hier handelt es sich um Gespräche. Das heißt, du kannst nicht jedem vertrauen. Oder wenn es um einen Vertrag handelt, dann überprüfe genau diesen Vertrag, weil es kann passieren, dass das nicht richtig formuliert ist, und sei ein bisschen vorsichtig. In die Liebepartnerschaft kommen Gefühle hoch, aber du empfängst auch etwas. Bewahre die Ruhe, die Gelassenheit, sei eher passiv. Alles andere kommt auf dich zu. Und tatsächlich, hier liegt die männliche Kraft, also eine leidenschaftliche Begegnung, das, was du auch erlebst. Wichtig ist, dass du nicht viel sprichst über deine Gefühle, sondern wartest ruhig ab, bis dieser Mann sich nähert. Im Geschäftlichen läuft alles prima und hast du die Verbindungen, aber bei Verträgen sei vorsichtig, auch bei Gesprächen. Wen kannst du vertrauen? Wo liegt dein Glück? Das ist die Spiritualität. Meditiere oder mach weiterhin in diese spirituelle Richtung. Bringt Glück in dein Leben. Was sollst du lernen im Oktober, dass du klare Entscheidungen triffst? Und da gibt es keinen Widerspruch, sondern setzt dich durch. November 2018 hast du das Gefühl, du beherrschst dein Leben, beherrschst dein Privatleben, auch geschäftlich. Und du hast ein selbstsicheres Auftreten und kommen auch Gespräche, Kontakte entgegen. Sei aber vorsichtig, weil du hast dann Neider. Neider in dein beruflichen, in deine Selbstständigkeit wirst du Neider haben. Kann auch bedeuten, dass jemand dir etwas erzählt und das entspricht nicht die Wahrheit. Welche Richtung sollst du bewegen? Gar nicht. Warte eher ab, bis alles auf dich zukommt und sei nicht unsicher. Auch wenn jemand hier versucht, dich verunsichern, bleib in deiner Kraft, bleib in dieser Haltung. In die Liebe-Partnerschaft empfangst du auch etwas, wo dein Glück liegt. Du hast was in Hand, du hast was zum Bieten. Und du kannst, wie diese Brücke auch zeigt, in verschiedenen Richtungen bewegen. Wo liegt deine Lernaufgabe, dass du dich nicht ausnützen lässt? Das darf nicht einseitig sein. Diese Karte kann auch Einschränkungen bedeuten, wenn du denkst in die Liebe, oh, du bist verliebt, aber von anderen kommt gar nichts zurück. Und dann fangst an, daran zum Zweifeln, und sagst zu dir selbst, das ist alles so einseitig, vielleicht bilde ich das alles ein und der andere liebt mich gar nicht. Wenn du so denkst über die Liebe, dann stoßt du in deinen Grenzen und das zeigt hier die Zahl 9. Aber kann auch diese Karte ein Hinweis sein, dass etwas einseitig läuft. Das kann natürlich nicht nur in die Liebe sein, sondern auch geschäftlich. Aber achte darauf, dass hier die Gleichgewicht kommt. Dezember 2018 hast du das Gefühl, es hängt alles in Luft, du verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen, du hast auch Sehnsüchte, weißt nicht, welche Richtung du orientieren sollst, ändern deinen Blickwinkel, dann fühlst du dich wieder stabil, fühlst du dich sicher. Und nicht nur warten und warten, bis eine Nachricht kommt, sondern hier bei Gesprächen, geh auf anderen zu und führe diese Gespräche, such die Kontakte. Du kommst dann zum inneren Gleichgewicht, zum inneren Harmonie. Es kann auch bedeuten, dass du eine rechtliche Lage hast oder musst du etwas abwiegen, ausgleichen, auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch in Selbstständigkeit. Darfst nicht etwas festhalten wollen, sondern loslassen und etwas in Bewegung setzen. Dezember ist wichtig, dass du dich bewegst, dass du in eine andere Richtung gehst, eine andere Möglichkeit suchst, dass du die Gespräche suchst.
dass du rausgehst, Kontakte pflegst. Es wäre nicht gut, passiv zu sein und warten, sondern wieg alles ab und sei aktiv. Wo du Glück hast, dass du von diesem Labyrinth rauskommst, das kann natürlich auch bedeuten, dass du andere Menschen unterstützt, wie sie diesen Labyrinthzustand verlassen können. Wo liegt deine Lernaufgabe, dass du auf dem Sicherheit und Stabilität achtest, aber nicht eingesperrt fühlen, sondern rausgehen, dass du Luft bekommst, dass du befreit bist von Einschränkungen. Januar 2019 hast du das Gefühl, du hast Feinde, Intriganten oder Neider und gehst in ein Risiko ein, hast du eine geschäftliche Idee, aber du weißt nicht, sollst du in dieses Risiko eingehen oder nicht. Das ist dieses Casino-Spiel. Und natürlich, hier kann man gewinnen, aber kann man auch verlieren. Wie triffst du die richtige Entscheidung, wenn du in dein Glauben bleibst? All das, was du glaubst, das sollst du stärken, nicht das, was die anderen sagen. Probier mal das aus, da kannst du Gewinn machen. Nein, hör in deinen inneren Stimme, weil du hast die Weisheit. Und in die Liebepartnerschaft wirst du Glück haben, aber auch tolle Verträge kommen auf dich zu und ist viel los, geschäftlich, viele, viele Kontakte und das bringt dir natürlich die Münzen. Wo du Glück hast, dass du etwas bewältigst, dass du diesen Kampf aufnimmst, dass du nicht weglaufst, sondern dich beweist und erkämpfst du etwas und das gibt natürlich dir Stolz. Woran liegt die Lernaufgabe? Wenn du im Vertrauen bleibst, die Vertrauen, das Fluss des Lebens. So kommst du zum Sicherheit, Stabilität, auch in die Liebe, weil der Mann ist schon hier, nähert sich auf dich zu und das ist die Lernaufgabe, in diesem Vertrauen bleiben. Februar 2019 hast du ein sehr gutes Gefühl, du beherrschst auch deine Gefühle, dich begeistert auch etwas und wartest geduldig ab. Es werden Kontakte kommen, vielleicht sogar eine kleine Reise. Du setzt etwas in Bewegung, hast du viele Kontakte, auch eine kleinere Veränderung. Aber kommt eine Nachricht, das schränkt dich ein bisschen ein, aber nicht die Einschränkungen dabei sehen, sondern weitermachen und so bleibst du im Fluss. In die Liebe wird ein bisschen etwas einschlafen, kann auch bedeuten, dass du oder dein Partner dann mit anderen Kontakten ein bisschen einschläft, dass das gar nicht eure Bindung bedeutet, sondern die Vergangenheit. Die Vergangenheit wird losgelassen. Diese Karte ist auch interessant, weil wenn du in die Spiegel schaust und du bist mit dir selbst unzufrieden, das raubt auch deine Kraft. Und wie ich schon sagte, du brauchst die Kraft, weil daran liegt deine Macht und das, was du eroberst mit diesem Skorpion, das, was du erlernst, weil das fehlt dir. Und wenn du zu dir sagst, oh, ich kann nicht, oh, ich habe mich versagt oder ich sehe nicht gut aus oder solche Sätze, sofort verabschieden, weil das raubt auch Kraft. Kann aber auch ein Hinweis sein, dass jemand entgegenkommt und du sollst die wahren Gesichter erkennen, weil sie werden nicht die Wahrheit sagen. Also lass dich nicht verunsichern, sondern sei achtsam. Woran liegt das Glück? Eine männliche Person, das kann auch deine Liebe sein, da kommt eine Einladung und diese Einladung, das ist wirklich ehrlich, weil das kommt von Herzen. Woran liegt die Lernaufgabe? Die Lernaufgabe liegt daran, egal was hier passiert, auch wenn da Falschheit kommt oder eine Lüge oder Einschränkungen, dass du dich nicht verletzt fühlst, sondern dass du gleich die Heilung verspürst und sagst, das ist Meinung von anderen, das interessiert mich nicht. Das soll abprallen. März 2019
hast du das Liebesglück und das ist ein ganz tolles Gefühl, sehr, sehr viel Gefühl, sehr viel Zärtlichkeit, Glück in die Liebe und das wird dir sehr gut gefallen. Die Gespräche werden zunehmen, kann auch bedeuten, dass eine Großstadt kommt, die Kontakt oder ein Treffen, Handlungen, Gespräche, Kontakte, aber diese Karte bedeutet auch Ämter, dass du mit ämtlichen dass du eine ämtliche Situation hast. Das kann natürlich Finanzamt sein oder Bank oder kann Gericht sein, wobei, wenn ich die Zusammenhänge, die Karten schaue, würde ich nicht als Gericht betrachten, sondern du vergrößerst etwas, du hast viele Gespräche, eine Großstadt kann eine Bedeutung haben oder Termin bei Finanzamt. In die Liebepartnerschaft wirst du Komplimente erfahren, auch tolle Angebote, aber das sortier aus und bleib bei deiner Liebe. Du musst nicht unbedingt alle Angebote annehmen, sondern überprüfe das alles. Es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, Angebot, sondern auch geschäftliche Angebote, was sehr verlockend ist, aber nicht mit allem hast du Glück und Gewinn. Überprüfe das ganz genau, welche Angebote du annimmst. Es kann gut sein, aber es kann auch ein Nachteil sein. Und achte darauf, dass jemand dich beobachtet. Das kann natürlich die Liebe sein, dass jemand eifersüchtig ist und beobachtet euch. Kann auch die geschäftliche Kontakte sein, dass jemand schaut, was du geschäftlich machst. Wo du Glück hast, dass in die Liebe stehst du im Mittelpunkt und dieser Mann bewundert dich. Die Lernaufgabe besteht daran, klare Entscheidungen treffen und selbst die Entscheidungen treffen, etwas in Bewegung setzen und die Zweifel, Angst davon überwinden, weil so kommt etwas im Fluss. April 2019 hast du sehr viel Erfolg. Du genießt die Sonnenseite des Lebens. Bei Gesprächen musst du dich behaupten, beweisen. Das kann bedeuten, dass jemand widerspricht oder hast du Verträge und die anderen sind nicht damit einverstanden. Lauf nicht weg, sondern beweise dich und behaupte dich. In der Liebepartnerschaft hast du Glück, ein erfülltes Liebe. Hier zeigt diese Karte. Auch in Selbstständigkeit läuft alles wunderbar, aber achte darauf, erstens, dass du intuitiv handelst und du musst nicht immer jede erklären, was du machst und warum das so machst, weil die werden dich herausfordern. Wirst du noch einiges Neues entdecken und das ist diese Entdeckung, wo du dann aktiv bist, etwas begeistert dich oder kommt eine neue Hobby oder geschäftlich erweiterst du dich, du wirst etwas Neues entdecken und in die Richtung wirst du richtig aktiv sein. Und damit hast du auch Glück. Aber nicht nur dieser neuen geschäftlichen Idee hast du Glück, sondern hast du Glück auch in die Liebe, Partnerschaft, auch in Immobilien. Lernaufgabe besteht daran, wenn du schon etwas in Bewegung setzt, dann fahr weiter und lässt dich nicht eingrenzen, sondern hier sind die Grenzen und du sollst rüberfahren, also weitermachen. Mai 2019, sei konzentriert, weil diese Konzentration gibt dir die Sicherheit und Stabilität und das Glück. Dein Gefühl sagt genau, worauf solltest du konzentrieren. Bei Handlungen und bei Gesprächen achte darauf, dass du die augenblickliche Situation ergreifst, die Chancen, die Möglichkeiten. Das ist der Tag, lebe den Tag und achte darauf in Gesprächen, nicht zu viel reden über die Vergangenheit.
auch nicht so viel reden über die Zukunft, sondern hier und jetzt sein. Und das ist wichtig, da konzentriert bleiben auf einen bestimmten Themen und darüber die Gespräche halten. In die Liebepartnerschaft bist du selbstsicher. Kann auch bedeuten, dass dein Partner hat diese Auftreten, er weiß, was er will, trifft klare Entscheidungen. Wenn du handelst, schau genau an, was du magst, aber bedeutet auch, dass Angst könnte dich hindern, weil Angst macht unbeweglich. Wo hast du das Glück? Das ist deine Intuition und deine Inspiration, deine Quelle, deine Weisheit. Was ist deine Lernaufgabe? Offen zu sein zu etwas. Du musst die Entscheidung treffen, ja oder nein. Wo du die Aufmerksamkeit bekommst, das ist das Ja. Sei offen für etwas. Juni 2019 hast du das Gefühl, jemand geht nicht gut und du wirst auf diese Person kümmern. Du setzt dich richtig ein für anderen, aber darfst nicht aufopfern. Die Gespräche handeln um geschäftliche Themen und um die Finanzen. Aber etwas musst du einschlafen lassen und das ist diese Karte, da schläft etwas. Kann auch bedeuten, dass die Finanzen ein bisschen eingeschlafen sind und du fühlst Gespräche, dass das wieder in Bewegung kommt, dass das wieder das Geld fließt. In die Liebepartnerschaft bekommst du sehr viel Gefühl, etwas kommt entgegen. Es ist zwar eine Übergangsphase, aber es geht in deine Richtung. In Selbstständigkeit wirst du auch neue Wege, neue Richtungen einschlagen. Du wagst etwas Neues. Du lässt etwas einschlafen, was dir kein Geld bringt, oder wenig Geld und du fangst etwas Neues an. Und damit hast du auch Glück, weil das bringt dir geschäftliche Kontakte und Verträge. Aber auch in die Liebe hast du auch Glück, weil da kommt eine Versöhnung oder ein Entgegenkommen. Dieser Mann gibt dir dann auch die Kraft. Woran liegt die Lernaufgabe? Die Lernaufgabe besteht daran, etwas Neues wagen, ohne Angst und ohne Zweifel. Die Höhepunkte des Jahres sind, dass etwas in Bewegung kommt und dass einer männlichen Person entgegenkommt. Auch, dass es Menschen gibt, die zerbrochen fühlen, du gibst die Kraft, du gibst auch die Energie, du baust diese Menschen auf. Du bietest Schulungen an und achtest auf dein Aura, deine Ausstrahlung, diese Energiefeld. Und das ist schon Skorpio-Energie. Das ist typisch Skorpion-Energie. Und das ist nicht nur die erotische Ausstrahlung, sondern auch diese verschleierte, mystische Ausstrahlung. Das ist Skorpion. Und das bist du, weil du hast diese Aszendent-Skorpion. Und so nehmen sie dich, die Menschen, wahr. Und das ist dein Energiefeld, das ist dein Kostüm, was du so ausstrahlst. Und das gibst du natürlich auch, damit bewirkst du etwas. Du wirst Schulungen anbieten oder du bildest du dich, das kann auch bedeuten. Diese Karte heißt auch, dass du Bücher liest, dass du dein Wissen erweiterst, aber bedeutet auch, dass du selbst Bücher schreibst. Etwas wirst du bereinigen und nimmst deinen Gefühlen bewusster wahr und auch, dass dieser Mann Aufmerksamkeit dir schenkt. Und die Höhepunkt des Jahres ist auch noch die Gesellschaft, dass du wahrgenommen bist, dass du eine Rolle spielst in die Gesellschaft, dass du Einladungen hast und sehr viel Komplimente. Liebe Namailana, das war Orakulum in Anum, diese Jahreslegung, aber ich habe noch eine Engelbotschaft für dich, Engel der Ganzheit. In der Freude bin ich meinem wahren Selbst
und meiner Ganzheit am nächsten. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.